zusammen, hier ist Viktor Smolski vom Almanac und schöne Grüße von Guitar Summit. An alle, wer nicht geschafft vorbeizukommen, kann ich euch zeigen, was in unserer schönen Ecke alles gibt. Bei Engel gibt es nicht neu, aber auch nicht so lange her, coole Pedalchen. Und für jedermann ist irgendwas dabei, Delay, Reverb, Booster, alles Mögliche kann ich kurz vorspielen, wie ungefähr das klingt. Ja, wir dürfen nicht zu laut sein hier, also Zimmerlautstecker sozusagen, was gar nicht so einfach. Aber naja, hier erster so ein Drive, wie man Drive Overdrive kennt. Man kann sicherlich diese Drive-Signal noch boosten, so wie früher man mit Tube Screamer gemacht. Dann wird diese ganze Flageolettsgeschichte einfacher zu spielen, macht Sound fetter, angenehmer und ja, und dann gibt es auch sowas wie Fuß. Delay. Möglichkeit von Vintage zu Modern, was Sound ein bisschen aggressiver macht, mehr Presence. Und ein bekannter Effekt Reverb. Und was am geilsten finde ich an dieser ganzen Tretmühle, dass wir brauchen keinen Strom, wir haben keinen Netzbrum und das alles wird von Megapower gesteuert. Da ist fantastischer Powerbank sozusagen. Ich habe letzte Tour ausprobiert und fand das genial. Ich habe 6 Konzerte ohne nachzuladen, ganze mein Pedalboard mit Strom versorgt. Und da gibt es die Möglichkeit von 9 bis 24 alle möglichen Varianten zu anschließen. Und was auch geil, diese Lämpchenbeleuchtung, wo man ganz genau sieht, wie viel Power, wie viel Saft noch da. Da muss man keine Angst haben während dem Konzert, dass er plötzlich Strom weggeht. Ja, also sehr, sehr, sehr praktischer Teil. Da, was gibt es noch Neues? Zum Beispiel, ihr seht, sehr schön Design, B-Phaser, welche gerade so bei Proberäumen und kleineren Konzerten hilft, sich besser zu hören. Da ist Verteilsound nach vorne. Es ist oft so dieser Effekt, wenn man davor steht und ganze Sound zwischen Füßen nach vorne knallt und da braucht man so Abstand 3-4 Meter, bis man hört, was man spielt. Gerade wenn rundum ganze Band noch richtig laut Krach macht. Und da ist viel, viel, viel angenehmer. Dann gibt es fantastische Neuigkeit, welche mich sehr glücklich gemacht, weil ich seit 20 Jahren bestimmt schon auf sowas gewartet. Weil jeder Gitarrist, welcher Tremolo-Gitarren benutzt, kennt diese Probleme. Wenn man Bending macht, bewegt sich
Tremolo. Und wenn man so zwei Saiten spielt und eine Saite Bending macht, dann ist immer verstimmt. Und Bassseite immer verstimmt, wenn man Bending macht. Und Tremory, so heißt auch dieser Effekt von Guitar Upgrade, stabilisiert das. Also das heißt, da ist dieser ganze Bending und Drop-Tuning möglich, ohne aufzumachen. Und man muss nicht die ganze Gitarre nachstimmen. Gleichzeitig aber Tremolo kann man benutzen, beide Richtungen. Und sehr einfach zu einbauen, ist kompatibel zu allen Tremolo-Effekten, Floyd Rose, Schale, egal was, also das ist gleiche Konstruktion wie normale Fader. Man tauscht einfach, kalibriert einmal, macht zu und es funktioniert. Und funktioniert einwandfrei. Gerade so für Bands, welche Drop-Tuning benutzen, ganz schnell eine Saite verstimmen, also im Prinzip gleiche Gefühl im Finger wie ohne Tremolo, nur mit. Ja, ich denke, wenn ich da gucke, da haben wir noch Kleinigkeit, aber sehr praktische Kleinigkeit, Stimmgerät, welches sehr leicht, sehr robust, weil oft bei anderen Modellen, welche aus Plastik, sind sehr oft kaputt gegangen. Man schmeißt irgendwo in Case oder ja, auf der Bühne trampelt einer drüber und er ist platt. Bei dieser funktioniert nicht, weil es aus Edelstahl. Und was noch sehr gut finde ich, der ist wasserdicht. Und nicht, dass wir da jetzt tauchen gehen mit Gitarren, aber ich habe schon oft Konzerte gesehen in Clubs, wo man wirklich so am Schwitzen war, dass manche schon Problemchen gekriegt. Das wird bei dieser Stimmgerät nicht passieren.